Es ist wunderschön anzuschauen, wenn es sich im Wind dreht und noch dazu in einem Garten mit Blumen und Sträuchern steht. 10 Jahre gibt's die Verkaufsausstellung Kunst und Gartenzauber auf Initiative der Familie Lackner im Schloss Bichl, St. Barbara im Mürztal. Das 10. Mal findet hier im Schloss Bichl die Kunst- und Gartenausstellung der Familie Lackner statt, wo Künstler aus der Region ihre Produkte ausstellen, herzeigen und natürlich auch verkaufen wollen. Bei der Kunst- und Gartenausstellung sind ca. 60 Aussteller und im Schloss sind es in etwa 20, die ihre besonderen Produkte aus dem Wald, aus dem Garten herzeigen und verkaufen wollen. Zu sehen sind Kunsthandwerk, Pflanzenvielfalt, fantasievolles Dekor für Haus und Garten, Naturprodukte. Das sind Naturseifen, die werden im Kaltverfahren hergestellt, rein pflanzlich und werden mit echten ätherischen Ölen beduftet. Das sind Körperseifen zum Duschen, zum Händewaschen und sind halt sehr pflegend. Gartenmöbel und vieles mehr. Und das in und um das Schloss Bichl, wo aber nicht nur Ausstellungen stattfinden. Das ist ein 470 Jahre altes Schloss. Die forstliche Ausbildungsstätte Bichl gibt es ja schon seit mehr als 70 Jahren. Und es finden hier Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen rund um den Wald statt. Also genau diese Gartenausstellung, diese Sonderausstellung passen genau zum Thema. Mehr als 4000 Leute besuchen uns pro Jahr, die sich rund um den Wald weiterbilden und ausbilden lassen. Kunsthandwerk rund um das Holz lernt man, die Waldpädagogikausbildung und natürlich unsere Küche auch zu erwähnen, die weitum bekannt ist für ihre gute Qualität. Im Schloss findet die Ausstellung zu forstlichen Nicht-Holzprodukten statt. Zusätzlich haben wir ein tolles Event in unserem Schloss geplant, das Star Tree, ein Projekt, ein Liederprojekt der Region, wo regionale Produkte, nicht Holzprodukte ausgestellt werden, also Dinge, die aus dem Wald kommen und nicht unbedingt aus Holz sind, die auch käuflich erworben werden können. Ja, Aronia ist eine Beere, die 80% in der Steiermark zu Hause ist. Das Hauptanbaugebiet ist zwischen Bad Radkersburg und Weiz, wo früher die ganzen Apfelplantagen waren, sind jetzt alles Aronia-Felder. Volker Buchholz ist Diabetiker. Aronia hat bei ihm positive Auswirkungen gezeigt. Imker Stefan Zelko informierte uns über Bienen und was damit alles verbunden ist. Als heuriger Imkerjahr ist eigentlich nicht gerade besonders gut, weil die Waldtracht ziemlich ausfallen wird, weil auch die schweren Unwetter und die Kaltwetterperioden, was wir im Winter gehabt haben. Und die Gesundheit der Bienen liegt ihm besonders am Herzen. Durch frischen Wabenbau, so wie man hier sieht, haben wir das aufgebaut. Durch dunkle Waben, das ist eine Brutwabe. Und je öfter die Biene brütet, werden die Zellen kleiner und dadurch wird die Biene auch krankheitsanfälliger. Deshalb machen wir immer einen Wabentausch. Wie man hier sieht, das ist eine schöne, neue, ausgebaute Wabe und dadurch kann man die Biene sehr in ihrer Gesundheit fördern. Robert Rendl ist einer der wenigen, der noch das Becherei-Handwerk ausübt. Also ich mache auf der einen Seite noch das Handwerk des Bechers, das hat es gegeben bis Ende 60er Jahre. Das heißt, ich gehe jede Woche zu jedem Baum, wie man da sieht, und tue die Rinde weg, dann kommt das Harz runter, das ganze Rind in einen Behälter rein und wenn dieser Behälter voll Harz ist, dann werden die Produkte daraus gemacht. Mein Hauptprodukt ist die Bechsalbe oder der Bechbalsam, ein altes Hausmittel von früher. Die meisten Leute kennen es als Zugsalbe von früher, bei allen Arten von Entzündungen hat man es verwendet, wenn Muskelsehnen, Gelenke verletzt waren. Der Hintergrund ist folgender, wenn der Baum verletzt wird, dann kommt auch das Harz und repariert die Wunde vom Baum und dasselbe macht es halt auch bei uns. Einiges der hier gezeigten Objekte wird man bestimmt in Ihrem Garten wiederfinden. So gesehen war die 10. Kunst- und Gartenausstellung auf Schloss Bichl wieder ein voller Erfolg.